Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Heute geht es um die unterschiedlichen Varianten des Generatorfreilaufs, den OAP und den OAD. Wie wir die beiden Varianten voneinander unterscheiden können und wie sie sich in der Werkstatt auf Funktion überprüfen lassen, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Für was steht eigentlich die Abkürzung OAP und OAD? OAP ist der Overrunning Alternator Pulley und der sogenannte Generatorfreilauf, wie wir ihn hier und hier sehen können. OAD steht für Overrunning Alternator Decoupler und ist der Generatorentkoppler, wie wir ihn hier und hier sehen. Gut zu erkennen an der Feder, die eine dämpfende Wirkung in Sperrrichtung ermöglichen soll. Beides sind Generator-Freilaufriemenscheiben und Lösungen von Schaeffler. Sie sollen den Nebenaggregatetrieb entlasten und beruhigen, um so die Geräusche zu mindern, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und sämtliche Komponenten im Nebenaggregatetrieb zu schonen. Die Kunststoffkappe schützt dabei zuverlässig vor eindringendem Wasser und vor Verschmutzung und sollte nach jeder Demontage erneuert werden. Wie wir jetzt den OAD und den OAP überprüfen können, das schauen wir uns mal gemeinsam an unserem Schulungsmotor an. Überprüfen kann man den OAP gut im eingebauten Zustand. In die eine Richtung muss ich die Generatorwelle frei durchdrehen lassen und in die andere Richtung sperrt der Freilauf und ich nehme sämtliche Komponenten im Nebenaggregatetrieb mit. Auch ohne den Keilrippenriemen lässt sich der OAP überprüfen, indem ich mit einer Hand die Riemenscheibe festhalte. Als nächstes haben wir auf unseren Schulungsmotor einen Generatorentkoppler montiert. Beim OAD verhält es sich genauso oder ähnlich wie beim OAP. In die eine Richtung muss ich die Generatorwelle frei durchdrehen lassen und in die andere Richtung ist eine deutlich ansteigende Federkraft zu spüren, bevor sämtliche Komponenten im Nebenaggregatetrieb auch hier wieder mitgenommen werden. Auch das Überprüfen ohne den Keilrippenrieben läuft genauso ab wie bei dem OAP. Weitere Informationen wie Reparaturanleitungen, das passende Werkzeug, Serviceinformationen oder auch Produktbroschüren erhaltet ihr auf unserem RepExpert-Portal oder bei unseren technischen Schulungen von unseren technischen Trainern. Das war's schon wieder für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.